du mit OnlyFans anfangen? Ah! Ich kann mich hier noch nicht so exposen! Ja! Das ist so nah. Ah! Okay, Luis, bist du verliebt? Nö. Oh. Ich kann mich hier noch nicht so exposen! Ja, das Herz macht Bäm, wenn ich dich sehe. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Das ist ein schönes Gefühl. Ich kann ja mal ganz kurz einen Funfact dazu nennen. So, das geht erst seit einer Woche. Vielleicht geht es auch nur zwei Wochen. Genau. Bist du schon mal unter einer halben Minute gekommen zum Orgasmus? Nee, ich glaube nicht. Macher! Der Langdurchhalter! Ich halte von uns allen am längsten durch. Aber für uns ist das schon lange. Okay. Hast du schon mal daran gedacht, unsere Gruppe zu verlassen? Zu halb. Es gibt kein Jein. Dann will ich ändern. Ja. Du hast vorher schon geantwortet. Zwei. Oh, ich war mir unsicher. Richtig. Tut weh. Ich kann dir jetzt gerade gar nicht genau den Zeitpunkt nennen, aber da ging es mir einfach extrem schlecht. Lag nicht an euch, sondern es hat mit dem ganzen Social Media Game an sich zu tun, ob ich da vielleicht irgendwie aussteigen will. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, Männer. Okay, Louis. Ist dein Bodycount über... Strafung. Ja! Louis nimmt den Joker. Chili. Chili. Knabbern, saufen. Chili. Ich will ans Handy, aber ich bin im Flugmodus. Ich kann nicht. Ich hab so Angst vor der. Auf der Verpackung steht extra, extra scharf. Caution. Das kann mir jetzt echt anders den Gaumen lösen. Also, Benner hatte den Hundekeks mindestens 30 Sekunden im Mund. Unser neuer Dschungelkönig. Okay. It was at this moment that he knew he fucked up. Das übertreibt man nicht so. Was sagt die Schweiß? Guck, mein Gesicht ist gemacht. Es gibt nur 3 Sekunden, dann krieg ich die Milch. Ich gebe nur 3 Sekunden. Was ist jetzt? Und die Milch ist vergammelt! 10 Sekunden noch, 10 Sekunden noch. Oatly. Gegen Chilis und Schärfe. Ey, Vanille ist echt lecker. Sponsert uns bitte. Wie die Milch. Ah, Louis. Ah, sind wir verrückt, weil ich brennt in meinem Bauch. Ah. Wir haben kein Brot übergelassen, die Idioten! Ah, das Brot war extra dafür da! Ihr fucking Idioten! Mir brennt alles weg! Wir haben Würstchen Wasser. Willst du ein Würstchen? Ich erwürge den Jakob! Keine Gewalt. Trink doch das Wurstwasser. Willst du ein Schluck? Okay, ja. Das ist doch lachtig. Abbruch an der Stelle, Tim ist jetzt da. Okay. Können mich schon mal begraben. Gibt es auch Elektroschock? Magst du Jungs? Ja. Ist dein Name Florian Roth? Nein. That's true. Könntest du dir vorstellen, für die Liebe die Gruppe zu verlassen? Nein. That's true. Yo, Ehrenmann! Ja, aber ich hab schon wieder Angst, dass ich merke, weil ich werde mal voll nervös. Ja, man hat Schiss. Nein, aber wirklich würde ich nicht. Nee, aber das hatten wir ja auch schon gesagt, wie bei Julian hier. Wenn die Liebe wohin fällt, dann muss sie durch Höhen und Tiefen gehen und kann auch das Business nachvollziehen. Gibt es einen in unserer Gruppe, der dich besonders nervt? Ja. That's true. Wer ist es? Das bleibt unter Verschluss. Okay, warte. Nächste Frage. Bin ich die Person von allen Jungs, die dich am meisten abfuckt? Nein. That's true. Er konnte sich schon auf die Frage vorbereiten. Ja. Er hat sich schon damit auseinandergesetzt, als klar, die Tag und die Nacht. Ihr wolltet das unbedingt erzwingen. Und das sieht man halt. So, jetzt ist er nämlich ziemlich erleichtert, dass er da rausgekommen ist. Da hat man nicht alles jetzt. Ja, also wir wissen da eigentlich die Antwort jetzt. Das ist Auslegungssache. Das ist Auslegungssache, würde ich auch gerade sagen. Würdest du, wenn du eine Tochter hättest, sie mit einem von uns daten lassen? Ja.
Du hast dich am Anfang zusammengerissen und jetzt nach hinten raus würde ich sagen, das ist gelogen. Das ist die logische Antwort. Keine Chance. Digga, das ist die logische Antwort. Ich war so, hä, warum lässt er uns denn daten? Nein. Der ganz eventuell in Frage käme, wäre der Julian. Das wäre der Allereinzige. Hallo? Aber er ist so. Eigentlich ist die Antwort nein. Also nee, Jungs, das muss nicht sein. Würdest du mit OnlyFans anfangen? Nein. Versucht jetzt die Anspannung auch noch runter zu halten. Das Problem ist ja nicht lachen. Das hat mir zu tun, weil du im Geiste sagst, nein, mach ich nicht. Auf jeden Fall mach ich das. Auf jeden Fall mach ich nicht. Ja! Also wir freuen uns auf den Content in der Zukunft. Kannst du dich ja kurz schließen da mit Julian wegen der Formbrust, wie man da so richtig die Bilder macht. Genau. Yeah. Nice. Hattest du schon mal etwas mit einer Frau über dem Alter von 40 Jahren? Das ist ein Joker. Ja. Boah, ich will nicht mehr mit Balls. Wachstrahl! Ja! Ja! Schön! Jetzt wird so ein Haarchen weggewachsen! Der Wachsstreifen wurde hier gerade erhitzt. Jetzt kommt er da gleich auf den Bauch drauf. Und war anspannend. Oh, Scheiße! Ganz schwierig für den Schmerz. Warte. In den Bauchnabel noch ein bisschen. Drei. Du hast von unten gerissen, oder? Ja, ich musste, weil die hier nach oben. Nein, Digga, die einen wachsen in die Richtung, die anderen in die. Du hast einen Wirbel in deinem Bauchnabel. Aha! Boah, das hat schon wehgetan. Okay, ready? Soll ich runterteilen? Ja. Oh, schön! Zeig her! Guck dir das an! Da kannst du den ganzen Bart zusammenkleben. Hast du schon mal eine intime Erfahrung mit einem der Jungs? Nein. Glück gehabt! Diese intimen Kontakte, hast du schon drüber gemacht, jemanden zu küssen? Ist das Intimität oder habt ihr schon mal die Schwerter gekreuzt? Noch nie sich so intim berührt. Aus Versehen vielleicht. Aus Versehen. Okay, stopp. Stop it. Würdest du sagen, dass du im Gesamtpaket von uns allen der Bestaussehendste bist? Nee. Redest du gerade ein, ne? Aber glaubst du schon? Ah, Elevator Boy Tim hält sich für den Schönsten. Für gesundes Selbstbewusstsein ist alles in Ordnung. Ich finde einige Frauen an mir, die ich sehr gerne mag. Ich mag meine Grübchen, ich mag mein Lächeln, ich mag meine Hautfarbe. Schön. Mag ich auch an dir. Mag ich auch. Schön. Das war's aber auch. Hast du schon mal darüber nachgedacht, die Gruppe zu verlassen? Nee. Nein! Ich bin gar nicht beruhigt. Ich weiß genau, die wollen mich richtig auseinandernehmen. Ist dein Name Franjo Pot? Ja. Ja, ist aber gelogen. Ist das klar gelogen? Nee, ist ziemlich gut gelogen. Bist du aktuell Single? Ja. Okay. 0905? Jetzt die DMs abchecken! Wolltest du schon mal jemanden aus der Gruppe schlagen? Ich würde sagen, ja. Das ist die Wahrheit. Wem? War es ich? Ja, in derselben Situation. Ja. Dazu muss man sagen, danach hatten Jakob und ich eine sehr, sehr schöne Konversation im Auto über das ganze Thema. Ja, und voll. Ganz clean geregelt. Die Männer. Schnack, schnack, schnuck. Ja, mach mal die Hände. Denkst du, du bist aus der Gruppe der Bestaussehendste? Nein. Wenn du dich darauf konzentrierst, ist dann dein. Das Ding ist aber, ja, ich war ja jetzt auch so lange in dieser Situation drin, irgendwann geht der Putz halt auch hoch. Oder? Irgendwann geht halt die Wahrheit ans Licht. Ja. Ist ja auch nachvollziehbar, ein bisschen hübscher Typ, confident und hübscher. Nee, weil es gibt Leute in der Gruppe, bei denen sind die Features, wenn ich mit meinem Vergleich, deutlich nicer. Ja, ich glaube, jeder Film ist selbst mit sich am allerunehesten zufrieden und. Traurig. Traurig. Emotional, damn it! Wow.
Jakob. Wir waren ja schon öfters zusammen im Studio. Denkst du denn, dass du von uns am besten singst? Nein. That's true. Mit so einer schönen ganz Stimme, klar. Das zu sagen? Ja. Dankeschön. Chapeau. Ist aber der Wahrheit. Heißt ja hier, dass er noch mindestens ein richtig guter Sänger dabei sein muss. Julian ist ein guter Sänger. Echt? Was sagt der Detektor? Was? Das findest du nicht. Also ich finde, er macht's gut. Ich finde nur, dass er nicht der Beste ist. Jakob, hast du schon mal darüber nachgedacht, unsere Gruppe zu verlassen? Ja. Ja, Jakob, wir sind halt die Alpha-Tiere, die müssen halt auch mal alleine weitersehen. Hast du schon damals uns mal drüber geredet? Ja. Ja, ne. Aber schon lange her, oder? In London. London wo? London wo? In England. London in Shanghai. Ja. Wir erinnern uns ja alle sehr, sehr gut an die vielen Videos mit Aisha damals. Lief denn damals auch mehr? Ich würde dann joggen. Aber das Ding ist, du wolltest einfach nicht das Risiko eingehen. Eben. Hol den Kiss! Nein! Ja! Weil du ja so ein braver Wauwau warst, darfst du jetzt ein Leckerli aus meiner Hand fressen. Zweimal kauen und runter, dann hast du es rum. Das sind Proteine. Jetzt schnapp's dir. Komm schon, Bello. Schnapp's dir. Galli, jawoll. So ein Feini. Kaus runter, kaus runter. Du musst noch 30 Sekunden. Du bist ein Löwe. Löwe, 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 Löwe. Ja, komm schon. Komm jetzt einmal ein. Ein tiefer Einatmen. Einatmen. Schloss runter. Ja, komm, du schaffst es, du schaffst es, du schaffst es. Wir sind so schamlos. Das ist ganz schön zäh, ne? Der beißt eigentlich nicht die Zähne zusammen. Der zieht durch. Der hat's gleich unten. Der hat's, dem schmeckt's eigentlich. Diese Hundekekse waren die beste Idee. So ein Feini. Schreibt mal jetzt in die Comments, wer am besten gelogen hat. So Leute, das war's mit dem Lügendetektor-Test. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.